Willkommen bei The Nosy Rosie, hier ist die Jen. Ja, willkommen bei meinem ersten Freitagsvideo. Diese Woche, erstmal willkommen euch beiden neuen Rosies. Willkommen Theresa, willkommen Sarah. Ich bin sehr gespannt, es wird sicherlich schöne Videos von euch geben. Sarah hat ja schon sehr gut vorgelegt. Hast du gut gemacht. Und ich bin auch auf morgen gespannt. Und ja. So. Zum Wochenthema kann ich ja eigentlich schon fast gar nicht mehr so viel sagen, denn meine Vorrednerinnen haben ja eigentlich auch schon fast alles gesagt, was man so zu dem Thema sagen kann. Was ich sagen wollte, was aber auch Mine und Jana auch schon gesagt haben, ist, dass es Frauen, die erst später sich dazu durchringen, sich zu outen oder sich outen möchten, es auf jeden Fall viel, viel schwerer haben als ihr jungen Hühner hier, die ihr ja mal mir hauptsächlich zuschaut oder uns. Denn es ist halt wirklich ja so, dass die meistens ja mitten im Leben stehen und ja, sich der Freundeskreis vielleicht nicht mehr so stark ändert. Und ist ja auch einfach vom jetzigen Standpunkt aus gesehen auch eine andere Generation vielleicht ist. Nach dem, was man jetzt als alt definiert. Das ist ja auch noch so ein anderes Thema, aber dazu komme ich gleich. Für mich definiere das jetzt eher mal so, naja, auch nicht alt. Ja, man muss mal aufpassen, wer das guckt, ne? Ich sage es einfach mal so, die vielleicht ab 40, die sich jetzt outen möchten, die kommen nun mal aus einer Generation, wo das vielleicht auch noch extrem schwierig war, homosexuell zu sein und wo das noch verpönt war und wo es wirklich nicht so einfach war wie bei uns heutzutage teilweise. Und das mag dann A, ein Grund dafür sein, dass sie vielleicht in der Jugend ignoriert haben, was sie für Gefühle haben, oder es wirklich bewusst vermieden haben, darüber nachzudenken, oder bewusst vielleicht in eine Ehe mit einem Mann eingegangen sind und dann Kinder bekommen haben. Und B ist dann natürlich immer noch das Problem, auch heute, dass die vielleicht viele aus der Generation auch immer noch so eingestellt sind und das einfach auch so kennen und für die das einfach nichts Natürliches ist. Also, ich meine, das haben wir vielleicht ja auch, oder ihr mit den Eltern, dass wir aus der Generation kommen und dass da vielleicht oft holprig sein kann und Probleme gibt. Und weil das für die einfach vielleicht nicht immer was Normales ist. Und jetzt ist es aber dann genauso schwierig. Ich bin gerade in den Stocken. Ja, wenn man zu der Generation gehört und sich outet und dann, dass dann zwar nicht die Eltern sind, aber vielleicht die Freunde oder die Familie oder der Ehemann oder sonst wer. Und die kommen dann vielleicht damit auch nicht klar. Und dann hat man natürlich ein Problem, weil wenn dann der Freundeskreis sagt, nee, das es ist aber komisch und das hätten wir sowieso nie von dir gedacht und du hast doch jetzt 40 Jahre deines Lebens hetero gelebt, dann ist es natürlich ein großer Schock und natürlich auch noch schwieriger zu begreifen und zu akzeptieren. Und ich glaube, unter anderem aus dem Grund, das ist echt schwierig, wenn man sich erst spät dazu durchringt, sich zu outen. Aber ich kenne auch ein paar, die beide auch in hetero Beziehungen gelebt haben, beide Kinder haben und dann sich dazu entschlossen haben, endlich ihren Gefühlen nachzugehen und
Aber denen das ist das super. Also es hat alles geklappt und die leben jetzt zusammen und die Kinder kommen damit auch klar. Und es kann halt gut gehen. Also ich denke mal, wenn man das richtig möchte und durchzieht, dann geht das auch gut. Und auch wenn ein paar Leute vielleicht damit Probleme haben, dann die werden damit schon klarkommen. Müssen sie einfach. Ja. Mehr kann ich jetzt zu den Lebkurs gar nicht mehr sagen. Ich glaube, es gibt da einen ganz netten Film. Ich glaube, der heißt auch Late Bloomers. Ich habe den leider noch nicht selbst gesehen. Ich hoffe, ich werde ihn mir demnächst mal anschauen. Und dann auf jeden Fall schreibe ich euch unten in die Kommentarbox mal den Link zum Trailer oder zu der Beschreibung, falls ich keinen Trailer finde. Und den könnt ihr euch ja mal angucken, falls euch das Thema interessiert. Ach ja, zu dem Thema Alter. Was mir mal aufgefallen ist, welches Alter sind für euch alt? Was ist denn für euch ein Late Bloomer, der sich später erst outet und später sagt, ich bin hier lesbisch? 25, habe ich so das Gefühl. Hier im Sarah hat was gesagt von wegen mit 25, 27 oder so. Hallo? Das bedeutet ja, dass ich alt bin. Oh mein Gott. Tut mir das nicht an. Nein. Also das ist mal eine interessante Frage. Die hat zwar jetzt nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun, aber für welches Alter bedeutet denn für euch alt sein, beziehungsweise voll blöd eigentlich, aber ja. Was ist denn für euch ein Late Bloomer? Ab welchem Alter? Würde mich mal interessieren. Ich fürchte, ich werde da nicht so positiv von begeistert sein und mich alt fühlen. Aber okay, ich bin es ja vielleicht auch. Naja, was soll's? Man ist ja so alt, wie man sich fühlt. Und das ist bei mir keine Ahnung. Naja, ich will ja auch jetzt nicht rumjammern. So, jetzt war es das auch schon wieder von mir. Nächste Woche, Freitag, ist, glaube ich, Laura dran. Und dann kommt die Doni und dann komme ich erst wieder in 3 Wochen. Ich glaube, dann ist schon Weihnachten. Oh mein Gott. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Ich habe noch gar keins. Aber das war es jetzt erstmal von mir. Und ich zeige euch das noch einmal, Audrey, wie sie auf der Heizung liegt. Und verabschiede mich schon mal. Bis dann, die Jen. Hallo, na, ist es dir kalt? Ignorie.